Servus, grüß euch! Heute gibt's eine neue Ausgabe von Was das? Und wir sind hier in der Michael-Ende-Grundschule in Kirchdorf. Jetzt habe ich aber gerade von der Lehrerin erfahren, es gibt noch weitere Grundschulen. Ja, wir sind eine große Schule, die Michael-Ende-Schule. Der Hauptsitz ist in Raubling und in Kirchdorf und Redenfelden haben wir noch zwei kleine Nebenhäuser. Das sind dann die kleinen Kinder. Ah, okay. Und warum haben Sie denn Ihre Klasse angemeldet? Weil meine Kinder ganz kreativ sind, witzig und gerne Herausforderungen lieben und auch mal was anderes als nur immer Unterricht machen. Ja, da sind wir doch gespannt. Ich würde sagen, wo ist das? Los geht's! Ich habe das noch nie gespielt, habe davon aber schon mal im Fernsehen gehört. Ja, und mein Papa hat ein Tablet und ein Handy, das kann vielleicht in die Firma geliefert werden, zum Beispiel vom Hussberg. Das ganze Holz oder die Dachfenster. Und da kommen so unsichtbare Blitze aus dem Tablet oder Handy. Die fliegen dann hoch zum Dach und gehen dann durch das Schornstein, tun sich an den, da wo der ganze Strom herkommt, herumschlängeln. Nur wenn sie das Ziel erreicht haben, kommen sie nach unten und sind auf das andere Handy gespeichert. Man kann ja auch von der Bank was wegschicken. Da fotografiert man das, glaube ich, auch. Und dann schickt man das zu dem hin. Man braucht natürlich die Nummer. Dann schickt man das dem hin. Und die kommen dann vielleicht mit einem Wagen und tun dann das Geld dahin. Die Bank liefert das dann zurück. Liefert dann das zurück, den Blitz zurück, wenn sie alles durchgelesen haben. Dann sind sie wieder auf der anderen Seite des Landes dann wieder gespeichert. Das geht sogar über riesen Entfernungen hinweg. Und bei den Radiowellen und Fernsehs und Tablet funktioniert das genau das Gleiche. Seid ihr auf den Begriff gekommen, haben sie auf jeden Fall richtig gut gemacht, die Kinder. Und sie hatten dabei auch richtig viel Spaß. Und den könnt ihr auch haben, denn ihr könnt selbst mitmachen bei Was das? Mehr Infos dazu findet ihr auf rosenheim24.de unter der Rubrik Was das? Schön, dass ihr dabei wart. Würde mich auch freuen, wenn man sich nächste Woche wieder sieht. Ciao, Servus, habe die Ehre.